Ich war letzten Samstag einkaufen, so am späten Vormittag, und ich war nicht der Einzige. Es war richtig, richtig voll, richtig viel los. In der Süßwarenabteilung habe ich dann gesehen, Raider. Ja, die Retro-Edition von Twix gibt's jetzt. Da konnte ich natürlich als alter Nostalgiker nicht widerstehen und habe mir so einen Fünferpack mitgenommen. Das war aber auch alles, was ich an Süßigkeiten gekauft habe. Und dann kam ich nach Hause und dann fiel mir ein, oh Mist, heute ist Halloween. Irgendwann heute Abend kommen die ganzen Kinder an und wollen alle irgendwas Süßes. Was mache ich jetzt? Ich hatte natürlich keine Lust, nochmal einkaufen zu gehen. Und deswegen kam ich dann zu dem Schluss, hey, ich bin doch Liedermacher. Ich bin doch Künstler, ich habe doch andere Möglichkeiten. Und so habe ich ein kleines Liedchen geschrieben und mich den überraschten Kindern mit Gitarre entgegengestellt, als sie dann am Abend kamen. Und was soll ich sagen, ich bin mit dem Fünferpack über den ganzen Abend gekommen. Mit folgendem kleinen Lied. Hallo ihr lieben Kleinen, ihr hier vor meiner Tür. Ihr möchtet Süßigkeiten und gebt gar nichts dafür. Hallo, hört zu, ihr Kleinen, ich mach die Regeln hier. Und ehe es gleich was zu naschen gibt, lauscht diesem Lied von mir. Ich möchte euch berichten aus der Vergangenheit. Auch ich war mal ein Junge und auch zu meiner Zeit. Da gingen Kinder einmal im Jahr von Haus zu Haus und hofften die Erwachsenen rücken Süßigkeiten raus. Wir trugen dann Laternen, die selbst gebastelt waren, die bunt und fröhlich strahlten und dann mit klarem Sopran. Da sangen wir St. Martin und das Laternenlied und sind am Vögelsche auf Mönchem Stadtgebiet. Wir sangen von was Schönem, einer christlich guten Tat. Besangen einen Helden mit Ernst nach alter Art. Ein kleiner Sieg des Guten, so huldigten wir ihm. Nicht hässlich böse Fratzen, kein Angst- und Hasskostüm. Die Menschen an den Türen erfreuten sich am Brauch. Und dann gab's Haselnüsse und Mandarinen auch. Manchmal auch Schokoriegel, ja, die gab's schon zu der Zeit. Schaut hier hab ich Raider. Als Twix kennt ihr das heut. Kennt ihr noch Mandarinen oder Obst ganz allgemein? Kennt ihr noch Butterbrote, Lebensmittel echt und rein? Ihr kennt bestimmt nur Fastfood und Red Bull bis zum Exzess. Und dann ich weiß, das interessiert euch nicht, beziehungsweise ihr seid nicht fähig, mir hier zuzuhören über eine längere Zeit. Ich weiß, eure Gehirne sind auf kurze Clips beschränkt, auch weil ihr mit Blick aufs Display ständig vor Laternen rennt. Ich weiß, ihr könnt ja nichts dazu, ich meine es ohne Hohn. Ihr seid, es ist soweit, die degenerierte Generation. Ohne Leistung, ohne Show, am falschen Tag. Ruft Süßes oder Saures und wartet auf Ertrag. Verwöhnt und voll entfremdet von Logik und Natur. So läuft das halt am Ende einer jeden Hochkultur. Doch ich bin nicht verbittert.